anfangen. Ja. Zo, ik denk dat we kunnen beginnen vanmiddag. Goedemiddag, dames en heren. Welkom in het virtuele Spui 25 in Amsterdam, waar we het vanmiddag over een nieuw boek zullen hebben. Een vernieuwd boek, Het proces van Nuremberg in 1945. Het boek is samengesteld door de Duitse journalist Steffen Radelmeier, die vandaag onze gast is. U ziet hem hier naast mij. Hij is onze gast en mijn gesprekspartner vandaag. Herzlich willkom, Herr Radelmeier. Schön, dass Sie bei uns sind. Ikzelf ben Krijn Thijs, historicus aan het Duitsland Instituut Amsterdam. En ik wil u ook namens onze partners begroeten, die deze middag hebben georganiseerd. Op wiens uitnodiging wij hier bijeen zijn. Dat is allereerst het Goethe-Instituut Amsterdam en het Genootschap Nederland-Duitsland en de uitgeverij Cossé, die het boek in Nederland heeft uitgebracht, waar we het vandaag over hebben, vertaald. Eerst in 2005 en nu 75 jaar na Nuremberg, na de processen van Nuremberg, in een aangepaste herdruk nog een keer heeft uitgebracht. Ik probeer het even in de camera te houden. Dit is het boek waar het over gaat, Het proces van Nuremberg. Oorlogsmisdadigers, sterreporters en het Eerste Internationale Gerechtshof. Fijn dat u kijkt, fijn dat u erbij bent. Wat staat u te wachten het komende uur? Ik zal beginnen met een korte inleiding in het Nederlands. En vervolgens in het Duits van gedachten wisselen met de samensteller van het boek. En u kunt daaraan thuis ook bijdragen. Niet direct, maar wel via de Q&A-functie. Die u in beeld ziet als u deze discussie via Zoom volgt. En aan het einde van ons gesprek, ik denk ongeveer een kwartier voor het einde, zo om 17:15, 17:50, zullen wij eens kijken wat voor vragen er allemaal zijn verschenen en een aantal daarvan nog opnemen in ons gesprek. Daarvoor krijg ik assistentie van Helga Marx, mijn collega in het Goethe-Instituut. U kunt uw vragen via de chatfunctie in 3 talen en misschien nog wel meer noteren of dat nu gebeurt in het Nederlands of in het Duits of in het Engels. Daar zullen we dan wel raad mee weten. Wat is dit voor een boek waar we het vandaag over hebben en waar gaat het over? Het thema is het Internationale Tribunaal van Nuremberg, dat in november 1945 begon, een half jaar na de overwinning op Nazi-Duitsland. De 4 geallieerde mogendheden, de Verenigde Staten, Groot-Brittannië, de Sovjet-Unie en Frankrijk, stelden een internationaal gerechtshof samen om de grootste misdadigers in de nazi-top een geordend proces te geven, ze aan te klagen en ze te veroordelen. In de beklaagde bank ontbraken destijds de 3 misschien belangrijkste namen, omdat zij zich door zelfmoord aan de procedure hadden onttrokken. Hitler zelf natuurlijk, maar ook Heinrich Himmler en Jozef Goebbels waren er niet bij. Maar Hermann Göring stond in Nuremberg wel terecht, naast Rudolf Hess, von Ribbentrop, Keitel, Speer, Seyss-Inquart en nog andere 24 aangeklaagden in totaal. 12 werden eind 1946 ter dood veroordeeld. 7 van hen kregen levenslang en 3 werden er vrijgesproken. Göring, häftling numero 1, de belangrijkste gevangene, in ieder geval volgens veel waarnemers, pleegde zelfmoord voordat zijn terechtstelling heeft kunnen plaatsvinden. Het proces van Nuremberg is sindsdien zeer intensief onderzocht en besproken. Het heeft als precedent de weg vrijgemaakt voor de internationale rechtspraak, bijvoorbeeld in Den Haag, en speelde ook een sleutelrol in de Duitse verwerking van het verleden, die overigens pas later op gang kwam. Maar dit boek kiest een andere invalshoek.
Het is geen juridische of historische studie naar de Nuremberg-processen. Maar het benadert het tribunaal als dat wat het in 1945 en 1946 ook was, namelijk een enorm en internationaal mediaspektakel. Er waren correspondenten, beroemde schrijvers en sterreporters uit de hele wereld in het kapotgeschoten Nuremberg bijeen om verslag te doen van de verhandelingen van het gerechtshof. En hier lezen we een selectie van tientallen originele persberichten en achtergrondverhalen uit alle windstreken met enkele losse krantenknipsels en hier en daar een herinnering of een terugblik. Zo'n 250 correspondenten waren uitgenodigd om verslag te doen van het proces. Een zeer internationaal gezelschap. En maar een handjevol Duitsers, zorgvuldig uitgekozen. En het zijn bepaald niet de minste namen die we daar zien, die we ook hier in het boek kunnen lezen, met fragmenten van bijvoorbeeld Alfred Dublin, de bekende Duitse schrijver, de Amerikaanse schrijver John Dos Passos, de Russische auteur Ilja Ehrenburg, Erich Kästner, Peter de Mendelssohn, Erika Mann, de Amerikaanse journaliste Rebecca West, Janet Flanner, een jonge Willy Brandt, die in Noors uniform als journalist deelnam, en ook een correspondent uit China, waar het boek mee opent. De fragmenten zeggen vaak net zoveel over de auteurs als over het proces. En ze stelden allemaal hun eigen vragen. Ze kozen hun eigen invalshoeken en thema's en belichten allemaal verschillende kanten van het spektakel, van alledaagse omstandigheden en tenenkrommende gesprekjes in het land van de ruïnes en de voormalige Hitler-aanhangers, tot fundamentele vraagstukken zoals de morele en juridische ambivalentie van het proces zelf. Ging het hier niet eigenlijk om Siegerjustiz? En juist door die contemporaine blik, de ervaring van de tijdgenoten en de commentatoren, ontstaat er in dit boek een bijzonder close-up beeld, zeer direct, met name van de setting. Waar vond het plaats? Hoe zagen de gebouwen eruit? En van de omstandigheden van de ruïnes en de Zwarte Markt in het Duitsland van de nederlaag. We hebben ontmoetingen tussen verschillende mensen, beroemde mensen uit verschillende werelden, de zorgen van het moment. En midden daarin 20 gevreesde topnazi's met Göring als onbetwiste leider, misschien wel als de prima donna van het proces, zoals een van de journalisten noteerde. Het zijn stuk voor stuk interessante artikelen, maar vooral ook in de verzameling zeer indrukwekkend. Hier is het geheel meer dan de som van de delen. Over deze kleurrijke teksten, deze bonte verzameling van verslagen uit de tijd van de Nuremberger processen zelf en hun veelstemmigheid, spreek ik nu verder met de samensteller van de bundel, met Steffen Rademeier. Want dat mag ik natuurlijk auf Deutsch unser Gespräch. Herzlich willkommen nog einmal, Herr Rademeier. Sie sind live zu uns aus Nürnberg zugeschaltet. Schade, dass wir Sie nicht persönlich in Amsterdam begrüßen können. Aber ich hoffe, es geht so auch. Ich habe eben, das haben Sie mitgekriegt, das Buch und das Thema ganz knapp vorgestellt. Und Sie als Herausgeber sind selber Journalist. Sie haben bei den Nürnberger Nachrichten gearbeitet, der Zeitung, als Feuilleton-Chef, zuletzt Leiter des Feuilletons. Dann sind Sie vor ungefähr 20 Jahren mit dieser Studie in Deutschland hervorgetreten. Das gibt eine Menge Themen zu besprechen. Ich möchte natürlich auch gerne die persönliche Überlegung mit Ihnen besprechen. Wie kommt ein Journalist dazu, dieses Buch zusammenzustellen? Und vielleicht wäre das sogar die beste Eingangsfrage für unser Gespräch. Keine historische Studie, keine juridische, sondern eine, die journalistische Seite der Prozesse in den Mittelpunkt rückt. Wie kam es dazu? Also ich muss vielleicht zuerst ein Missverständnis klären. Ich bin kein Zeitzeuge der Prozesse, auch wenn ich schon so alt ausschaue. Nein. Hab mir nicht gleich erlebt. Ich schmück mich quasi in den fremden Federn. Das sind die Texte von berühmten Autoren. Die Suche danach ist schon sehr spannend, weil die Geschichte des Nürnberger Prozesses auch in Nürnberg selbst lange Zeit ziemlich verdrängt und vergessen worden. Und in den 90er Jahren gab es eine literarische Tagung in dem Faber-Castell-Schloss in Stein. Das ist ein kleiner Ort bei Nürnberg. Und da war ein Thema, das Boss als Pressecamp während der Nürnberger Prozesse.
eine Tatsache, die ich damals auch gar nicht wusste genau. Und ich wusste auch gar nicht, wer da an dem Prozess teilgenommen hat. Und ich sollte da ein Referat halten und bei der Recherche fiel mir auf, dass da ganz viele bekannte Namen, also Schriftsteller, Journalisten, da waren. Das war in den 90er Jahren, war das Internet noch nicht so verbreitet. Das war also eine relativ schwere Recherche, aber es ging dann immer weiter, weil wie so ein Schneeballsystem, ich bin in Texten, einzelnen Texten, wurden wieder Kollegen erwähnt und dann habe ich in Bibliotheken und Archiven weitergesucht. Das Problem war, dass dies halt auch viele fremdsprachige Texte waren. Und ich hatte dann mit Hilfe von Freunden aus wirklich aus aller Welt, die dann auch mir wieder in ihren Archiven und Bibliotheken Texte besucht haben, so die heißen Stellen raussuchen und übersetzen lassen, weil ich habe damals eben auch von dem chinesischen Reporter zum Beispiel hat mir ein Mensch einen Text geschickt, da konnte ich natürlich relativ wenig damit anfangen und auch wenig, ich wusste ja auch nicht, wo die interessanten Sachen sind. Und so ging das los und dann merkte ich, dass die Geschichte immer größer wird, ja. Also der Anfang Ihrer Recherchen lag, wenn ich das richtig verstehe, eigentlich in einer Konferenz, die Sie selbst besucht haben in den 90er Jahren, an dem Ort, wo die Journalisten untergebracht waren in Genau. Nürnberg während der Prozesse. Und wenn man an diesem Ort tagt, hat man natürlich als Journalist eine extra Antenne dafür, Sensibilität, wie die Fachbrüder irgendwie 50 Jahre vorher dort gesammelt waren. Was war das für ein Ort, wo denn die Journalisten untergebracht waren während den Nürnberger Prozesse, während darüber verhandelt wurde? Waren die alle zusammen in einem Haus? Es waren ja viele Journalisten, also aus 80 Ländern, glaube ich, in Nürnberg. Meisten aus USA, dann es waren 80 ungefähr, dann 50 aus Russland und jeweils 40 aus Frankreich und England, dann noch Tschechen, Polen, Holländer übrigens auch, habe ich nachgeguckt. Fünf habe ich zumindest entdeckt, die Namen. Und eben der offizielle Kriegsreporter Chinas, der auch da war. Und die wohnten zum Teil in dem Faber-Castell-Schloss. Das ist die Residenz der Bleistift-Dynastie, die sich da Die ein Schloss im. Bleistiftdynastie Faber, Genau, die hatten sich im 19. Jahrhundert dieses Schloss dahin bauen lassen. Die Autoren, die dann dort anwesend waren, schrecklich fanden die Amerikaner, zum Beispiel Dondos Basos schreibt von German Schrecklichkeit. Also die fanden es schrecklich, in diesem Schloss da zu wohnen, was so mit Wandreliefs ausgeschmückt war und so ein bisschen teilweise auf Mittelalter gemacht hat. Also das Problem war eben, in Nürnberg war ja die Altstadt zu 80, 90% zerstört und es gab wenig Gebäude, die man zur Verfügung stellen konnte für ausländische Gäste. Und deswegen hat man die Prozessgemeinde war überwiegend im Grand Hotel untergebracht. Und auch die Stargäste unter den Schriftstellern. Und der große Rest der Journalisten und Prozessbeobachter war eben in diesem Schloss Stein zu Gast. Ja, Schloss Stein, ja, das ist ein Stückchen weit außerhalb von Nürnberg oder eine kleine Distanz mussten Sie jeden Tag gehen. Die mussten einem eben, da gab es so einen Shuttle-Service. Die haben die Amerikaner, die mit dem Jeep immer hin und her gefahren zum Justizgebäude. Und man sieht schon diese Fragen. Das war natürlich eine logistische Meisterleistung, die die Amerikaner da wirklich innerhalb von ein paar Wochen oder Monaten geschafft haben, in einer kriegszerstörten Stadt so eine Infrastruktur für einen internationalen Prozess zu schaffen. Und da ist ja das die Unterbringung der Schriftsteller und Journalisten nur ein kleines Beispiel dafür. Ne? Und waren wer hat entschieden, welche Journalisten teilnehmen dürfen oder wer akkreditiert wird, um davon zu berichten? Waren das die vier Siegermächte selbst oder konnten Journalisten sich auch selbst anmelden dafür? Also man muss, denke ich, unterscheiden. Es gab auch deutsche Journalisten. Die waren aber, die deutschen Journalisten, muss man sagen, waren quasi Journalisten zweiter Klasse. Die hatten nicht die ganzen Vorrechte und Privilegien, die die anderen genossen. Also die ausländischen Gäste, die durften umsonst trinken und essen. Es gab eine Snackbar in dem
Prozessgebäude, die konnten abends zum Tanzen, die konnten in die Bar gehen. Also sie hatten richtig so ein Freizeitprogramm. Das war, klingt komisch in dem Zusammenhang, aber es war natürlich irgendwie auch ein Riesenevent für die Leute, die sich dann auch erstmals nach dem Krieg wieder international auf dem internationalen Podium treffen konnten. Ja. Und was war die Frage? Ja, ob man sich selbst anmelden konnte oder ob die Journalisten sozusagen gefiltert wurde oder ausgewählt. Also, ja, ich denke, dahin. Ja, man musste sich akkreditieren, wie man es auch heute noch bei Veranstaltungen machen muss als Journalist. Und die Siegermächte, die hatten ja Interesse dran, ob, man wollte ja umfassend über den Prozess berichten, denn man hatte ja damals noch die große und idealistische, vielleicht auch naive Hoffnung, wenn man der Welt die Schrecken des Dritten Reichs und die Zerstörungskraft der Nazis vorführt, dass dann in Zukunft sowas nicht mehr stattfindet. Also hat sich ja leider, wenn man sich heute die Nachrichten anguckt, nicht bewahrheitet. Aber damals war das wirklich die viele, also große Intellektuelle hatten die Hoffnung, wenn man also in allen Details beschreibt, wie diese Todesmaschinerie gelaufen ist, dann ist es so erschreckend und es ist auch nötig, hat ja auch der Robert Jackson, der Chefankläger in seinem berühmten Eröffnungsrede gesagt, weil diese Zerstörungskraft des Zweiten Weltkriegs, die war so groß, dass die Welt das zweite Mal das nicht überleben würde. Deswegen muss man so wirklich und diese Überlegungen, natürlich, dass man nicht nur die Täter strafen wollte oder wenigstens verurteilen wurden oder wollte, also das ist das eine Ziel des Prozesses, sondern auch die anderen Ziele des Prozesses, nämlich der Welt informieren und auch die deutsche Bevölkerung aufklären und dann auch gleich in der neuen demokratischen Umbildung einbeziehen, die Re-Education. Diese Ziele des Prozesses kommen in Ihrem Buch, also in der Textsammlung, eigentlich nur, ich will fast sagen, nur indirekt zum Ausdruck, nämlich durch die Augen von Journalisten, von Berichterstattern. Wir lesen hier ja nicht eine Gesamtdarstellung der Nürnberger Prozesse, sondern die zeitgenössische Berichterstattung. Das heißt, die Journalisten besprechen diese Ziele, besprechen auch der Aufbau und die Logik der Prozesse und kommentieren und geben Kommentar auf das, was gemeint ist und wie es funktioniert. Und mir ist beim Lesen aufgefallen, dass das unglaublich vielstimmig ist. Also die Ambivalenz und eigentlich auch teilweise die Doppeldeutigkeit des ganzen Verfahrens spricht aus diesen Texten sehr kräftig aus. Und da fällt auf, dass die Journalisten ja selber schreiben. Sie sind ja nicht nur propagandistische Kanäle für die Prozesse, sondern prägen die gesamte Maschinerie des Prozesses mit ihrer Stimme extrem stark mit. Was war denn eigentlich Ihren Kriterien, um diese auszuwählen? Haben Sie das auch mitwiegen lassen bei der Auswahl der Texte? Ja, das hat mich natürlich interessiert, diese Vielstimmigkeit. Also die Idee war quasi, Puzzle zusammenstellen aus interessanten Texten. Und zwar, man folgt quasi der Chronologie des Hauptprozesses vom Anfang im Oktober 1945 bis zur Hinrichtung der Täter im Jahr darauf. Das Zeitgerüst, das bilden quasi so kleine Artikel aus den Nürnberger Nachrichten von damals. Kleine Notizen zum Prozess, meistens über Skurrilitäten, Banalitäten, die auch damals in der Zeitung berichtet wurden, was eben wie die Angeklagten sich benommen haben vor Gericht oder wie die Nürnberger auf den Prozess reagiert haben oder wenn wieder ein Skandal im Gerichtssaal passiert ist. Diese kurzen Texte, die geben so das zeitliche Gerüst her. Und dann habe ich versucht, eben, weil die Gefahr natürlich groß ist, wenn man aus größeren Texten zitiert, dass sich dann vieles wiederholt, weil Journalisten waren natürlich, oder die wenigsten waren über den ganzen Protest in Nürnberg. Viele kamen zum Auftakt
fuhren dann wieder weg und kamen dann zu besonderen Ereignissen zurück, zum Beispiel wenn das Kreuzverhör von Göring oder wenn die Urteile verkündet wurden, dann war es wieder voll Pressetribüne. Und dann habe ich eben versucht, aus von die meiner Meinung nach interessantesten Passagen aus den verschiedenen Texten so zu ordnen, dass es einen Sinn ergibt und sich nicht allzu viel wiederholt. Und es sind eben einfach, was mich so fasziniert hat, die Texte sind einfach toll. Wenn man die heute liest, man könnte denken, dieses Tribunal war letzte Woche. Also sie sind unheimlich lebendig, plastisch geschrieben, sind einfach tolle Texte. Ja, das stimmt. Also die Kommentare, also man merkt eigentlich an jedem Text, der im Buch ist, wie direkt dieses Gerichtsverfahren wirkt und wie viel es den einzelnen Berichterstattern bedeutet. Also jeder hat eine unheimlich direkte Sprache und reflektiert sehr ausführlich und gewissenhaft auf dem, was vor sich. Also ja, und sie sind auch eine enorme Bedeutung. Ja, und ich finde, sie sind auch zum Teil oder eigentlich fast alle sehr reflektiert schon, einfühlsam und reflektiert und viele Probleme, die jetzt zum Beispiel im Zusammenhang mit den Prozessen in Den Haag aktuell wieder diskutiert werden in der Presse, wurden damals schon diskutiert. Das ist erstaunlich. Ja, richtig. Also das ist ziemlich aktuell. Vielleicht kommen wir am Ende des Gesprächs auch nochmal auf die aktuelle, auf den aktuellen Vergleich oder auf das Erbe auch von Nürnberg. Lass uns nochmal kurz bei dieser Situation in der Stadt 1945 in Nürnberg bleiben. Was machen denn eigentlich diese Berichterstatter, die Journalisten? Also einerseits ist es unheimlich international. Das ist nicht nur eine Folge ihrer Arbeit, die sozusagen diese Texte in einem Buch zusammengetragen haben. Nein, das ist tatsächlich in diesem Haus für Journalisten und auch auf den Straßen von Nürnberg ist das Tatsache, dass aus aller Welt Vertreter in dieser Stadt zusammenkommen. Und das muss einen enormen Bruch, auch einen gefühlten Bruch für die Stadtbewohner gewesen sein. So stark, und das hat mich getroffen, dass einer der Berichterstatter schreibt das auf, dass Zeitgenossen den Vergleich gemacht haben, wann war denn eigentlich Deutschland zuletzt so international wie hier in Nürnberg 1945? Das muss zu den Olympischen Spielen gewesen sein, 1936 in Berlin. Da war Deutschland das letzte Mal so international und das ist natürlich trotzdem ein relativ bitterer Vergleich, weil das wurde ja damals als große nationalsozialistische Propagandaveranstaltung aufgezogen, also 10 Jahre zuvor und 10 Jahre danach. Aber die Internationalität dieser, man würde heute sagen, ein Bubble, eine Blase, ein Zirkus, das dort landet wie ein UFO und in der Stadt sich abspielt. Die Internationalität sticht sehr stark hervor, auch in den Autoren von Ehrenburg bis Dos Passos und viel weitere Stimmen. Und die sitzen alle an einem Tisch und das macht eine hochschwangere Bedeutung aus. Einerseits ja, andererseits merkt man auch schon dann im Laufe des Prozesses, also am Anfang waren sich wirklich alle einig aus den verschiedenen Ländern, dass man eben dieses Gericht abhalten muss, um der Welt zu zeigen, so geht es nicht nochmal. Und dann merkt man schon so die Vorboten des Kalten Krieges, in dem nämlich sowieso schon jeder von diesen Reportern bringt natürlich seine eigene Geschichte mit, die Erfahrungen aus seinem Land. Und die Idee war ja, dann fängt schon so eine Art journalistisches Wettrüsten zwischen Ost und West an. Also die Amis wollten dann zeigen, dass sie eigentlich die tollen Demokraten sind. Die Russen wollten einerseits den Faschismus anklagen und ihre Opfer rausstellen. Die Polen beklagen sich, dass sie zu wenig beachtet werden. Also jeder kommt mit seiner spezifischen Perspektive dazu und auch das trägt dazu bei, dass dieses Erzählung vom Prozess sehr vielseitig, vielschichtig ist, wie man sie eigentlich in einem normalen Geschichtsbuch selten oder nicht findet. Und die sind auch widersprüchlich. Also es gibt Autoren, die völlig umgekehrte Eindrücke von Ereignissen oder gar von Fakten und Nummern und Zahlen haben. Aber dass das unkorrigiert ist, macht ja gerade die Vielstimmigkeit dieses Buches, glaube ich, aus. Und die haben halt einen anderen Zugang auch. Also mir fiel es dann ein, wieder so
Es gab ja immer wieder so in der Geschichte so große, wichtige Prozesse, wo dann auch entweder prominente Journalisten oder Schriftsteller zu Gast waren oder auch Wissenschaftler. Man denke an den Eichmann-Prozess mit Hannah Arendt oder später dann Martin Walter und Peter Weiß bei dem Auschwitz-Prozess in Frankfurt oder Peter Hanke beim Serbien-Tribunal in Den Haag. Also es gibt auch immer noch so, also dieses Faszinosum, das Böse auf der Anklagebank zu sehen, ist für Schriftsteller ja auch ein großes Thema. Ja, und das gibt es natürlich hier in Nürnberg sehr stark, weil da sitzen sozusagen 20 Verkörperungen des Bösen. Wobei gerade Göring und die Figur von Hermann Göring mit Abstand die meiste Aufmerksamkeit auf sich zieht. Und jeder der Journalisten schaut auf auf diese Gruppe von Nazis, die ja entmachtet sind, aber teilweise immer noch faszinieren. Und es gibt beeindruckende Szenen von, was dann die Schriftsteller und die Beobachter notieren, wenn sie sozusagen diese Gefangenen. Eine sagt, der Göring schaut aus wie eine alte Puffmutter und der andere schreibt, der schaut aus wie eine Kröte. Und es ist und die, also wirklich deutliche Worte. Und es war natürlich, ich glaube, das haben damals die wenigsten Deutschen mitgekriegt. Zwei Jahre nach der Nazi-Diktatur völlig gewöhnt daran, die deutschen Skripte oder einheimische Schilderungen zu überhaupt zur Kenntnis zu nehmen. Das war natürlich, wurde in den deutschen Zeitungen dann gefiltert wiedergegeben und die anderen Texte wurden nicht zur Kenntnis genommen. Wenig zur Kenntnis genommen. Ja, was ich auch eine, es gab ja eine Publikumstribüne und relativ viel, also die Presse, das Tribunal sollte ja öffentlich sein und die ganze Öffentlichkeit der Prozesse bildet ja überhaupt die Folie, vor der diese Berichte alle geschrieben werden. Und das ganze Setting dieses Tribunals, also wie das eigentlich technisch und in der Organisation vonstatten ging, bekommt sehr viel Aufmerksamkeit in den Berichten, gerade am Anfang, wenn im Oktober 1945... Ja, in einer Beziehung waren die ja damals schon weiter. Die hatten damals schon Simultanübersetzungen in 4 Sprachen. Genau. Und das machte unheimlichen Eindruck auf viele Prozessbeobachter, dass man hier in einem Saal kam, der ständig in hellem Tageslicht, also in künstlich, in elektrischem Licht beleuchtet war, damit die Fotografen nicht mehr blitzen mussten. Also praktisch fand die gesamte Eröffnung für die Zeitgenossen in einem Dauerblitzlicht statt, das permanent war, damit die Fotografen einfach knipsen konnten und nicht ständig diese Beleuchtung geschehen mussten, die vielleicht auf den Beteiligten oder gar auf die Häftlinge, auf den Beschuldigten in der Anklagebank eine schlechte Auswirkung hätten. Und was extrem viel oft genannt wird, was auch den Zeitgenossen sehr beeindruckte, das war dieser Knopf bei jedem Stuhl, den man in 4 Richtungen drehen konnte. Und dann hat man über seinen Kopfhörer 4 verschiedene Simultanübersetzungen gehört. Das wurde technisch entwickelt und zum ersten Mal erprobt in diesem Tribunal. So erfahre ich aus den Zeitungsberichten, wo das sehr oft hervorgehoben wird. Und das beeindruckte den Zeitgenossen sehr, also die Fortschrittlichkeit, mit der diesen Prozess in 4 Sprachen simultan übersetzt, neu verfügbar und zugänglich gemacht wurde. Genau, und das war natürlich, man muss sich auch klar machen, damals gab es Fernsehen praktisch keine Rolle, also es war eben wesentlich für die Printmedien, Druck, Wege für die Prozessberichterstattung. Und dann noch okay für die Wochenschau im Kino wurden auch Beiträge geprägt. Sonst war, das erklärt natürlich auch, denke ich, warum im Gegensatz zu heute, wo das Fernsehen alles dominiert oder das Internet, warum auch diese geschriebene Texte so wichtig waren oder auch und aber auch und für die Anstalter wichtig war, dass da renommierte Autoren kommen, ne? Ja, genau. Und die haben teilweise sehr unterschiedliche und originelle Zugänge zum Geschehen. Das sind ja auch keine Juristen, sondern Schriftsteller, die auch häufig die menschliche oder fast die alltägliche Seiten
des Prozesses interessanter finden. Darüber wird auch sehr viel geschrieben und das ist, was mich auch am stärksten traf eigentlich. Und das erhöht auch sehr den Quellenwert dieser Textsammlung, dass es sehr viel Aufmerksamkeit für scheinbar unbedeutende Vorfälle und Ereignisse und Umstände gibt. Davon könnte man so viele Beispiele geben. Beispielsweise, wie die Stadt aussieht, die Ruinenlandschaft und das im Grand Hotel, die berühmte Presse, die Schriftsteller und die berühmte Star Reporter untergebracht seien. Aber das Hotel ist nur in einem Flügel oder in einigen Flügel zugänglich. Einige andere Flügel und Gänge sind im Bombenregen zerstört worden. Und dann gibt es diese Szenerie, dass einer der Autoren einen Schlüssel kriegt für ein Zimmer, das gar nicht mehr existiert. Mhm. Er kriegt am Eingang einen Zimmerschlüssel und läuft durch die Fluren und kommt dann in einem Gang, wo einfach nichts mehr ist, nur Himmel. Und muss wieder zurück, ah ja, da hat man sich vertan. Und das führt nochmal so ganz plastisch vor Augen, in welchen Umständen eigentlich, also rein materiell, diese Verhandlungen und auch die Berichterstattungen zu geschehen hatten. Ja, und manche Berichterstatter fanden es ja geradezu obszön, dass die dann immer auf dem Weg zum Prozess durch die zerstörte Stadt kamen, wo die Leute wirklich im Kellern und Hütten oder auf der Straße gewohnt haben, nichts zu heizen hatten im Winter und dann ging die Tür auf im Hotel und dann warst du quasi in einer Parallelwelt, wo mit Cocktailbars und da waren Kulturprogramme mit Jazzbands und Tanzveranstaltungen. Ja. Es war wirklich eine verrückte Erfahrung, glaube ich. Ja, der Peter Mendelssohn, der einige Beiträge geschrieben hat, sprach von zwei Nürnbergs zu dieser Zeit in der Stadt. Was hat er damit gemeint? Ja, das ist eben diese, auf der einen Seite die Prozessrealität, wo die Schrecken des Dritten Reichs verhandelt werden, auf der einen Seite und dann diese irritierende Erfahrung als Journalist in der wo du dich fühlst wie beim Internationalen Kongress, heute auch noch, ne? Also ich denke, das ist auch eine Erfahrung, die auch so Kriegsreporter heute auch, denke ich, immer noch machen können. Konnten sich die Journalisten frei in der Stadt bewegen oder in Deutschland? Ja, ja. Das ging damals alles problemlos, ja. Ja, naja, man hat ja einige, ich habe ja auch einige Klagen gelesen, ich glaube von William Shearer sogar, das ist der berühmte Berlin-Korrespondent aus der Vorkriegs- und Kriegszeit, der viel über den Nationalsozialismus in Berlin als Zeitgenosse notiert hat, deren Quellen wir Historiker gerne verwenden. Ich glaube, er war es hier, als er in Nürnberg war, der sich darüber nicht wirklich beklagt hat, aber doch ein bisschen meckerte, dass er zwar frei zu bewegen war, aber materiell eigentlich überhaupt keine Gelegenheit hatte, mit Auto oder ohne Chauffeur oder in diesem zerstörten Land mit Zügen irgendwie. Ja, aber es war natürlich verrückt. Also der Scheirer selber, der war ja schon auch 10 Jahre vorher bei den Reichsparteitagen in Nürnberg zu Gast gewesen als Korrespondent und hat darüber auch geschrieben und kam dann als Korrespondent nochmal zu dem Prozess. Und ich fand es ganz interessant, ich glaube, es ist vor allem auch Scheirer und noch ein paar andere, die sich dann so beklagen, auch wie die Korrespondenten behandelt werden in Deutschland, wie schlecht. Also von den Deutschen, sondern quasi von den Amerikanern, die quasi die Organisation übernommen hatten, wie schlecht das Essen ist oder die Unterbringung eben in dem Faber-Castell-Schloss und eben, dass man keinen eigenen Chauffeur hat. Das ist natürlich schon ein bisschen snobistisch oder sehr verwöhnte Ansicht. Das ist auch zum Beispiel interessant. Die Amerikaner haben den ganzen Prozess so oft beschrieben in vielen Texten, so wie eine Show. Also die verglichen das so mit einer Show, gut gegen böse, so im Western. Und sehr locker in der Sprache, in der Einschätzung. Und die, vor allem die Russen oder auch die Polen, so wirklich Tragödienstoff verhandelt haben. Natürlich auch erklärt, die Amerikaner hatten das Glück, die waren ja nicht, also das Land selber war ja nicht betroffen von den Angriffen der Nazis, im Gegensatz zum Beispiel zu den Polen und den Russen, wo unheimlich Millionen von Leuten gestorben, verhungert sind und die wirklich Leiden hatten. Ja. Und auch diese Vorerfahrung aus den verschiedenen Ländern fließt natürlich in die Berichterstattung ein. Also die Russen beklagen sich überhaupt nicht über die Unterbringung und wie es ihnen da ging. Die vermissen nur zum Beispiel, wie einer schreibt, den Knoblauch oder die deftige russische Küche. Aber sonst fühlen die sich sehr wohl da.
in Nürnberg. Ja, das in der Tat. Also was aus diesen Berichten spricht, ist auch die Vorstellungs- oder die Erfahrungswelt der Autoren sehr stark. Mir sind vor allen Dingen die polnischen Beiträge in Erinnerung geblieben, die teilweise ziemlich aufgeregt, sauer, beleidigt am Anfang berichten, dass eigentlich die Ereignisse in Polen in der Anklageschrift und in der Vorbereitung des Prozesses kaum Beachtung gefunden haben oder in ihren Augen viel zu wenig. Für uns Nachfahren und später Geborene, die diese Geschichte teilweise studiert und gelernt haben, ist es selbstverständlich, dass vor allen Dingen die verbrecherische Seite des Zweiten Weltkrieges, die Menschenverbrechen, geografisch und örtlich in Polen stattgefunden haben. In der Anklageschrift wurde das überhaupt nicht betont. Und es gibt ein vehementer Beitrag, ich glaube von Edmund Osmanschik, der schreibt am Anfang des Prozesses, dass diese Anklageschrift überhaupt nicht da ist. Er klagt die Anklage an, dass es kein Wort zu Polen gibt. Frankreich wird aufgelistet, Verbrechen in Griechenland und im Balkan und überall wird vor, aber Polen kommt eigentlich kaum vor. Nee, Und es war im Prozess halt hauptsächlich die Perspektive der vier Siegermächte, also Amerika, Russland, Frankreich und England. Und Polen war ja im Krieg buchstäblich zwischen die Fronten geraten und die fühlten sich ja von zwei Seiten quasi Denn unterdrückt. Und die russischen Journalisten, die schreiben alle, die vertreten teilweise auch die Erfahrungen der Tschechen oder der Ungarn, aber da wird Polen auch nicht sehr gerne genannt. genau, ja. Und Also das kommt sehr stark in der Berichterstattung zum Ausdruck. So als ob das, was jetzt in dem Prozess verhandelt wird, etwa neu wäre für die Amerikaner oder für die Franzosen oder für die Briten. Das, was hier jetzt mit Zahlen und in endlosen Verhandlungstagen irgendwie Tag vor Tag irgendwie besprochen und verhandelt wird, ist das denn jetzt für diese westliche Seite Europas etwa, das können doch keine neuen Erkenntnisse sein. Das haben wir in Polen ja tagtäglich gesehen. Und was das angeht, hat der Prozess vielleicht auch den öffentlichen Raum Europas anders zusammengebunden, oder? Ja, ich meine, es war natürlich auch eine Kritik von Anfang an oder ein Bedenken gegen den Prozess, weil viele gesagt haben, es ist doch unnötig, da ein Jahr lang Dokumente zu tonnenweise Material zusammen nach Nürnberg zu schleppen, einen Prozess zu machen. Eigentlich ist doch klar, was da passiert ist. Also das ist eigentlich schade um die Zeit. Und es gab ja, bevor es dann endlich zum Prozess gab, sogar bei Churchill die Meinung, man sollte einfach die führenden Nazis kurzfristig bringen, dann wäre das Problem gelöst. Und das war ja eigentlich genau das Gegenteil, was die Amerikaner wollten dann, die nämlich versucht haben, einen einigermaßen fairen Prozess zu machen. Ne? Und aber so etwas leicht Naives schimmert da ja Ja, mit, zumindest in genau. osteuropäischer Sicht. Ich erkenne das auch sehr stark in anderen Artikeln, die auch wieder die Polen vor allen Dingen, glaube ich, schrieben, die sich doch eigentlich darüber verwundert haben, um nicht zu sagen entrüstet haben, dass die amerikanische Organisation und auch die Überwachung, also die, sagen wir mal, die Verteidigung des Ja, Tribunals, das ist so ziemlich polizeiliche Ordnung so sarkastisch. lasch war. Man konnte da Sarkastisch, diese einfach Ver hin und her laufen und man konnte mit diesen Pässen schummeln. Und nach am Anfang, wo das alles sehr stark geregelt war, liefen die Amerikaner, da wird auch immer dazu geschrieben, die kauen ja lässig auf ihren Kaugummis und sehen überhaupt nicht interessiert aus. Das ist auch noch sehr stark dieser zeitgenössische Blick, der ja fast körperlich die Lässigkeit und Nonchalance der Amerikaner vor allen Dingen betont, in deren Zone das ja hier stattfindet, in deren Besatzungszone. Und die Polen, die sich mit ganz anderen Erfahrungen im Zweiten Weltkrieg und mit den Deutschen nur wundern, dass eine Besatzung auch so aussehen kann. Als wir von den Deutschen besetzt wurden, sah das ganz anders aus, Genau. als wie jetzt die Amerikaner hier mit den Deutschen umgehen. Und wir vertrauen das überhaupt nicht. Die sollen da viel straffer und viel strenger auftreten, denn nachher kommen die Fritzen wieder zurück. Genau, und es gab ja im Laufe des Prozesses, kann man auch eben aus diesen kleinen Zeitungsmeldungen nachlesen, es gab immer wieder so Alarmsituationen, wo die Alliierten Angst haben, dass irgendwelche versprengten Nazis da versuchen, das Gerichtsgebäude zu stürmen oder ja, dass man versucht, die Angeklagten aus dem Gefängnis zu holen und so. Und dann auch
teilweise immer wieder schweres Gerätpanzer auf, um das zu hindern. Und Schatzschützen deponiert auf dem Gerichtsgebäude. Das gab es im Laufe des Prozesses ein paar Mal. Da war zwar nie was dran, aber da hatten wir auch noch die Angst vor den Wehrwölfen in Deutschland. Ja, es ist ja die Zeit von den Gerüchten und den Enthüllungen und den teilweise unbegründeten, teilweise auch begründete Ängste und Befürchtungen, was in Deutschland eigentlich genau vor sich geht. Aber das ist nicht überliefert. Es gibt keine Überlieferung von wirklichen Angriffen auf das Tribunal oder dass es gestürmt würde, sei von irgendwelchen paramilitärischen oder Nazi-Verbänden. Das hat man mehrfach gelesen, dass in der Tat, und dass auch das gibt der ganzen Sammlung eine ziemlich lebendige Note, weil ja da die Spannung drin ist, die in dem Moment vielleicht etwas weniger in der Mitte des Prozesses, aber als die Angeklagten ihre Verteidigungsreden halten können, vor allen Dingen Göring erneut oder auch Hess, der mit einer völlig auffälligen Aussage auf einmal die Aufmerksamkeit auf sich zog. In diesem Moment ist das auch hochspannend. Was wird jetzt geschehen? Und wir wissen natürlich, wie das ausgegangen ist, aber in dem Moment weiß man das noch nicht und blickt man nach vorn. Vielleicht noch ein anderes Thema, bevor wir, und ich möchte nochmal unsere Zuschauern auch ermuntern, sich mit Fragen oder Kommentaren zu melden. Auch noch even in Nederlands, als u iets wil vragen of als u eigen vraag of commentaar wil geven, dan kan dat via de Q&A-functie. En dat pakken we straks, over een paar minuten pakken we dat aan het eind van het gesprek op. Maar een thema was ich noch mal explizit erwähnen möchte, und dann geht es vielleicht auch um die deutschen Autoren, die in der Minderheit sind hier. Einer der wichtigsten Ziele für diesen Prozess war ja, dass man auch in Deutschland etwas bewirkt an Bewusstsein von dem, was geschehen ist. Und wir wissen im Rückblick, dass die Wirkung gerade dieser Prozesse eigentlich auch sehr doppeldeutig war und widersprüchlich, weil es wurden ja Verantwortlichkeiten ausgesprochen und es wurde gestraft, aber man konnte sich nach diesen Prozessen auch damit beruhigen als Deutsche, dass es eine kleine Verbrecherklique war, die jetzt bestraft sei, und damit ist die Verantwortung für das Dritte Reich, für die Verbrechen mehr oder weniger geregelt, zu Ende und Schlussstrich. Das wissen wir im Rückblick, neben dem lobenswerten Arbeiten an dem internationalen Gerecht und auch an der Verurteilung der 12 Verurteilten, der 24 Angeklagten. Wie hat da aber zeitgenössisch, also auf die deutsche Zeitungsleser, dieser Prozess gewirkt? Und welche deutsche Reporter wurden dafür eingeladen oder ausgewählt? Und wie schrieben sie über die, kann man das in einige Worten zusammenfassen? Ja, ich muss mal. Das Problem war, nach dem Krieg, das war der erste harte Winter nach dem Krieg, als der Prozess losging. Nürnberg, wie ein großer Teil von Deutschland, war zerstört, und die deutsche Bevölkerung hatte im großteils andere Sorgen als den Prozess in Nürnberg. Die wollten überleben, die haben Essen gesucht, die haben Wohnung gesucht, die haben Heizmaterial gesucht, also ganz banale Dinge des täglichen Überlebens. Und dieser Prozess, dachten viele, geht sie nicht an, beziehungsweise eben, wie erwähnt haben, schon die Hauptschuldigkeit, und wir sehen fein raus. Und die Deutschen haben sich damals eben großteils auch als Opfer gesehen. Also die waren sauer auf Hitler und seine Bande, dass sie nicht gewonnen haben den Krieg, sondern verloren haben. Und das war das, warum die vor allem sauer auf die Nazis waren. Also verallgemeinert gerichtet. Und diese Autoren, die da kamen, das waren natürlich, auf der einen Seite waren das alle entweder ältere Journalisten, die unbelastet waren, die Nazi-Zeit überstanden hatten, oder junge, ganz junge Kollegen, die keine Nazis waren. Dann kamen ein paar dazu, zum Beispiel wieder Willy Brandt, der die Zeit des Dritten Reiches im Exil in Skandinavien verbracht hat. Der Journalist war, der kam zurück für die skandinavische Arbeiterpresse, hat über den Prozess berichtet. Oder der Markus Wolf, der
der berühmt-berüchtigte Markus Wolf, später Spionagechef in der DDR, der dann indirekt schuld war, viele Jahre später am Rücktritt von Willy Brandt als Bundeskanzler, die dort in Nürnberg zum ersten Mal aufeinander getroffen sind, ohne sich das, zu kennen, natürlich, das wissen ohne wir zu wissen, wie das ausgeht. Ja, genau. Es waren so zwei Beispiele für deutsche Journalisten. Oder einer, der mich besonders beeindruckt hat, war dieser Ernst Michel, der sich dann später Ernest Michel genannt hat, ein Deutscher aus Mannheim, der im KZ gelandet ist, in Auschwitz war, überlebt hat und der für die deutsche Nachrichtenagentur DANA berichtet hat vom Prozess, und zwar immer mit dem Hinweis, Sonderberichterstatter Ernst Michel, Auschwitz-Nummer 104995, also der hatte die Auschwitz-Nummer im Arm eingraviert. Und ich stelle mir dann vor, was muss das für ein Gefühl sein, wenn du als Journalist mit der Erfahrung von Auschwitz sitzt und verfolgst dieses Geschehen auf der im Gerichtssaal und sollst dann auch drüber schreiben. Und er schreibt dann auch, er hatte die Chance sogar bekommen, persönlich ein Interview mit Göring zu machen. Und als er in der Zelle mit Göring war, hat er kein Wort rausgebracht und konnte ihn nicht fragen. Ja, ja. Nee, das ist jenseits aller normaler journalistischer Arbeit. Und das ist natürlich auch gerade, warum diese ganzen Artikel so eine Prägnanz haben. Ja, ja. Und es waren natürlich auch wirklich relativ viele Journalisten mit jüdischen Wurzeln oder zumindest jüdischen Familien da. Auch das muss man sagen. Ja, aber nicht nur natürlich. Aber das ist auch das Setting der Umkehrung der Verhältnisse. Wir haben hier die ehemals Mächtigen, die entmachtet jetzt in der Anklagebank sitzen. Und das ist natürlich auch eine sehr künstliche Situation. Mhm. Und die meisten Berichterstatter sind sich dessen bewusst. Und diese Doppeldeutigkeit, dass man auch nur nach einem Sieg einen solchen Tribunal errichten kann, verfolgt ja teilweise bis heute noch solche Tribunale. Wie legitim sind sie? Ist es Siegerjustiz? Und oder ist es nicht eigentlich reiner Siegerjustiz? Dass es Siegerjustiz ist, ist ja eigentlich unumstritten. Mhm. Ist es eigentlich, hat es noch etwas mit wirklichem Recht zu tun? Mhm. Gerade in Nürnberg, der erste Fall, wo sozusagen apodiktisch nachher Recht gesprochen wird. Aber diese berühmte Formel, auch aus der deutschen Erfahrung, nachdem sozusagen die Deutschen eigentlich vor allen Dingen enttäuscht oder sauer oder vielleicht auch in einer Opferrolle waren, weil der Krieg verloren war und überhaupt noch wenig Bewusstsein dafür war, dass das Problem vielleicht darin lag, dass der Krieg begonnen worden war und dass das auch war, die Verhältnisse waren, die in Nürnberg besprochen und bestraft waren. Das ist etwas, das in dem Erfahrungsraum, in dem Sie, was Sie auch beschreiben, eher noch fehlte 1945 und glaube ich, was später, Generationen später vielleicht sogar viel breiter im Bewusstsein verankert wurde. Also darüber findet man viele Kommentare, das wird häufig wiederholt. Das Problem ist nicht, dass der Krieg verloren gegangen ist. Das wirkliche Problem ist, dass Deutschland den Krieg angefangen hat. Genau. Das müssen wir unseren Zeitgenossen, müssen wir sie beibringen. Das schreiben häufig die deutsche Stimmen im Verfahren. Mhm. Sie nannten eben noch zwei Namen, die natürlich für uns herausstechen unter den vielen renommierten Schriftsteller der Zeit selber, die auch gezielt wie Ilja Ehrenburg oder so gezielt nach Nürnberg kamen. Das sind teilweise sehr beeindruckende Texte und auch, man würde fast sagen, hübsch formulierte und schöne Texte. Es sind aber auch Texte dabei von relativ namenlosen Reportern wie Willy Brandt oder Markus Wolf, die eigentlich zu der Zeit unbekannt sind. Und wir wissen, welche Rolle sie später in der deutschen Geschichte spielen. Markus Wolf, der Spionagechef der DDR, der nur deshalb zu diesem Prozess dazukommt, weil er sich als Russe ausgibt, denn als ungeladener deutscher Gast hätte er ja nie Zugang bekommen zu diesen. Also er kam aus Moskau als Kommunist zurück nach Berlin und ist mit zwei Russen mit einer russischen Karte reingeschlüpft und hat notiert. Und das finden wir natürlich ganz spannend. Ich hatte das Glück, noch ein Interview mit Markus Wolf zu machen in diesem Schloss Stein im Faber-Castell, wo er über seine Erfahrungen als junger Journalist gesprochen hat. Und das war eine sehr merkwürdige Erfahrung, weil
Er war ja zu Recht ein sehr verhasster Mann in der DDR und hat auch ziemlich selber Dreck am Stecken gehabt als Chef des Geheimdienstes und viele in der DDR auch ins Gefängnis gebracht. Und er war, als ich ihn getroffen habe, schon ein alter Mann. Und dann hat er das eigentlich so wie jetzt mal heute so Schulerlebnissen erzählen würde. Er hat sich alles verklärt, nostalgisch, auch der Prozess. Und er hat eigentlich dann nur so bizarre Erlebnisse erzählt, dass ihm einmal eine Kugel von dem Kristallleuchter im Schloss auf den Kopf gefallen ist und dann hat ihn eine amerikanische Krankenschwester so rührend versorgt oder dass er mit den Russen Wodka getrunken hat und gegessen hat. Es war eigenartige Erfahrungen mit dem Mann über den Nürnberger Prozess zu reden. Er konnte sich auch nicht mehr erinnern, dass er den Willy Brandt da gibt. Es war für ihn auch hinterher war es klar, aber zu dem Zeitpunkt 1945 waren das halt zwei namenlose Journalisten, ne, die zufällig sich in Nürnberg zur selben Zeit befunden haben. Ja, vielleicht nicht ganz zufällig, aber man wusste daher natürlich noch nicht zu der Zeitpunkt, was daraus wird. Vielleicht, bevor wir zu den Fragen gehen, noch eine letzte Frage, auch wieder vielleicht eher an Sie persönlich. Was war für Sie der meist bewegende Text oder der an Sie am meisten beeindruckendste Text, den Sie hier aufgenommen haben in die Sammlung? Können Sie das, haben Sie, ich würde mal sagen, ein Favorit, das möglicherweise etwas bitterer ist, aber... Ich fand auch überraschend, es sind sehr viele Star-Reporterinnen auch bei dem Prozess gewesen. Also Martha Gellhorn, die Frau von Hemingway, Rebecca West, Janet Flanner haben Sie erwähnt. Und die Frauen, die schreiben wieder, sie sind einfach tolle Autorinnen und die haben nochmal einen speziellen Blick auf diese Männerwelt des Prozesses. Und die, das sind ganz tolle Schilderungen, auch so von Zufallsbegegnungen auf der Straße, so Impressionen von diesem zerstörten Deutschland oder auch dann von den Erfahrungen im Presscamp, die sind wirklich sehr beeindruckend und auch toll zu lesen bis heute. Ja, und da ist auf jeden Fall eine ziemlich starke, sagen wir heute, würde man sagen, eine Gender-Seite an diesem Prozess. Mhm. Vieles ist sehr männlich auf der Ebene der Richter und Anwälte. Genau. Aber in den alltäglichen Organisationen und auch auf den Straßen tauchen sehr viele Frauen auf, überhaupt im Nachkriegsdeutschland die Verhältnisse etwas schief sind. Und das sind teilweise mitreißende Schilderungen. Und auch in den Blicken der vier Alliierten untereinander, die ja alle ihre eigenen Richter und ihre eigenen Anwälte geschickt haben, fällt das auf, dass beispielsweise, dass die Russen schreiben, dass bei den Franzosen und den Briten ziemlich viele weibliche Schreibkräfte und weibliche Funktionäre, auch weibliche Militärs mit dabei sind, während die Russen beispielsweise von den anderen immer wahrgenommen werden als jung und kräftig und eigentlich hübsch, obwohl wir das vielleicht nicht erwarten würden von Russen. Ja, aber es gab natürlich auch viele Affären und Liebesgeschichten im Laufe des Prozesses da zwischen Ost und West mit den ganzen Komplikationen. Auch da habe ich später noch eine alte Dame kennengelernt, die beim Prozess als Übersetzerin gearbeitet hat, die sich in den Russen verliebt hatte und dann diese Skandale war. Ja, und dieser Gegensatz zwischen tagsüber die öffentliche offizielle Seite des großen Prozesses und abends und nachts und an der Rückseite die Stadt. Diese alte Dame, die sagte mir auch, die hatte, weil wir dann auch fragten, wie sie nach Nürnberg kam, es war eine Französin und die sagte mir, die hat erst einen Job gesucht, Kriegsende und vor allem, wie viele, die waren einfach jung und sie waren froh, dass der Krieg vorbei ist und sie waren froh, wieder frei zu sein und die haben einfach in Nürnberg nach dem Ende des Prozesses, das ging ja immer bis Nachmittag um 5 Uhr und dann abends war frei, die haben dann einfach, ist so komisch, das Kind einfach das Leben so gut ging, genossen dann. Ja. Langer Zeit wieder. Ich bin inzwischen ein wenig am Stöbern in den Fragen, die bei uns reingekommen sind und ich nehme mal ein oder zwei interessante heraus. Ich tue das einfach mal so. Und eine originelle, die mir völlig neu ist, aber vielleicht können Sie dazu was sagen, Herr Radlmeier. Das ist eine Frage zum Kugelschreiber, The Ballpen. Es geht die Geschichte, fragt dieser anonyme Fragesteller, dass einige der Notizen geschrieben wurden mit dem Kugelschreiber, damals eine neuartige Erfindung.
Und die Tinte der Kugelschreiber sollte so schlecht gewesen sein, dass einige Journalisten davon nichts mehr lesen konnten nach einiger Zeit. Technisch, aber ist das höre ich zum ersten Mal. Interessant. Interessant. Dann ist es Quatsch. Wenn wir das zum ersten Mal hören, dann stimmt es bestimmt nicht. Ja, gut, dann jetzt. Kann sein. Ja, hätte sein können und hätte auch gepasst. Es hätte gepasst in den teilweise technischen Details. Dass in den großen Schlössern, wo das Essen verteilt wurde, dass die Journalisten aller Welt teilweise noch mit Gabeln und Messern essen mussten, die mit kleinen Hakenkreuzen verziert waren, weil einfach nichts anderes da war. Und das muss bei einem solchen Prozess auch skurril gewesen sein. Eine etwas ernstere und direktere Frage ist, warum hat man eigentlich Nürnberg ausgewählt und nicht zum Beispiel München als Ort für diesen Prozess? Können Sie dazu noch etwas sagen? Naja, das hat ja lange gedauert, bis die Alliierten überhaupt auf den Prozess einigen konnten. Und dann, als feststand, man macht diesen Prozess, dann wollten natürlich die Russen oder jeder der Sieger möchte, wollte, dass der Prozess in seiner besetzten Zone stattfindet. Und die Russen wollten unbedingt, dass er in Berlin, also auf ihrem Gebiet stattfindet. Und die Amerikaner waren total dagegen. Die wollten, die auch die Hauptorganisation ja getroffen haben, die Hauptkosten auch getragen haben, die wollten, dass das in ihrer Zone stattfindet, also in Bayern. Und dann hat man so diesen Kompromiss. Sie haben es ja auch geprägt. Das ist ja nicht umsonst, dass man das will. Hat man diesen Kompromiss gefunden, dass die offizielle Eröffnung des Prozesses war ja in Berlin, aber nur die Eröffnung. Und der Prozess selber hat dann in Nürnberg stattgefunden. Und dann hat man lange gesagt, naja, das war deswegen vor allem, um Symbolwirkung zu unterstreichen, also in der Stadt der ehemaligen Reichsparteitage, in der Stadt der Nürnberger Gesetze, also in der Stadt, wo die Nazis am deutlichsten ihre Propagandaveranstaltungen veranstaltet haben, da soll dann der Schlussstrich gezogen werden. Aber die Wahrheit ist wahrscheinlich viel banaler. Also die Amts wollten es in ihrer Zone machen. Das war dann in Nürnberg klar, vor allem, weil es da noch als eine der wenigen Städte ein unversehrtes Gerichtsgebäude gab und gleich dem Gefängnis daneben. Einfach logistisch sehr praktisch. Ein großes Gefängnis, was mit dem unterirdischen Gang verbunden war, mit dem Justizpalast. Und das waren so pragmatische Überlegungen, die den Ausschlag gegeben haben, denke ich. Ja. Okay, eine nächste Frage aus dem Publikum ist die Frage, ob die Häftlinge, Angeklagten, ob die Familienbesuch empfangen durften. Ja, klar. Während der Prozesse. Auch da gibt es zum Beispiel Berichte, ich weiß nicht mehr, ob es ein Pole auch wieder war, aber es war jedenfalls ein kritischer Bericht, dass die Frau von, war die Frau von Saukel, glaube ich, die als Bucherin in Gerichtssaal kam und den Prozess verfolgt hat und der Journalist empört sich darüber, dass der Mann dann so Kusshändchen zuwirft und er zurück und sagt, die hätte ja auch irgendwie eine Waffe oder irgendwas daneben hinschmeißen können und keiner hätte es verhindert. Also der fand das zum Beispiel schrecklich, aber es gab auch die Frau Göppels hat sich mit ihrem Mann also die durfte dann Besuch empfangen kurz. Also es gab natürlich Verwandtenbesuche. Die waren nicht einfach für die eine Erlaubnis zu kriegen, aber es hat funktioniert in vielen Fällen. Ja. Ja, danke. Ab und zu ist die Verbindung ein bisschen schlecht. Also ich folge das noch gut, aber ab und zu bricht das. Ich glaube, es ist gut genug. Aber ich glaube, das liegt nicht nur an meiner Verbindung. Zwei weitere Fragen vielleicht noch und ich mit einem Blick auf die Uhr. Es kommt hier die Frage über der Mythos der sauberen Wehrmacht, so wie wir sie aus der deutschen Erinnerungskultur kennen. Wurde von den Berichterstattern ein Unterschied gemacht zwischen der Nazi-Elite einerseits und der Wehrmachtsführung andererseits, Jodl, Keitel, die ja vor Gericht standen? Also spielte dieser Mythos der sauberen Wehrmacht eine Rolle? Naja, es wurde natürlich berichtet, wie die in dem Fall die Wehrmachtsbefehlshaber oder die Admirale, der Admiral, der Dönitz,
wie die sich verteidigt haben. Und da kam natürlich, und das, die haben natürlich, wie viele andere Angeklagte, haben die ja zumindest am Anfang versucht, die ganze Schuld auf Hitler abzuwälzen. Die haben ja alle gesagt, sie waren nur Befehlsempfänger und haben als treue Soldat, pflichterfüllte Soldaten die Befehle ausgeführt, aber die Verantwortung hat eigentlich letztlich Hitler und der ist nicht da. Und das war echt so ein Trick, der sich durchs ganze Verfahren durchzieht, den auch die angeklagten Militärs vertreten haben. Und das wurde natürlich von den Journalisten, egal aus welchem Land die waren, bemerkt und kritisch hinterfragt. Aber jetzt, ob man dann, die haben jetzt nicht, also so einen genauen Unterschied gemacht zwischen den Verantwortlichen und den Militärs, das waren im Sinne alles Nazi-Verbrecher. Ja, und das wurde ja auch kritisch gegen den Prozess eingewendet von Journalisten, vor allen Dingen am Ende des Verfahrens, dass es vielleicht ein Schwachpunkt gewesen sei, um dieser ganze Klick sozusagen zu einer Klick zu machen, genau, zu ja, einer genau. Verschwörung Und nicht zu machen, die einzeln man nacheinander. Ob man das nicht viel besser in einzelnen Prozessen jeweils so maßgerecht hätte verurteilen müssen, denn nun wurden die Unterschiede zwischen den verschiedenen Angeklagten eigentlich sekundär an der Herausforderung, sie einfach alle schuldig zu bekommen, zu klären, unabhängig eigentlich davon, wie schuldig jeden Einzelnen nun im Verhältnis zu den anderen gewesen war. Also, dass man. Naja, es war dann schon, es ist schwierig, es ist ja dann doch, es gab ja nicht nur Todesurteile, es gab ja auch Haftstrafen, es gab drei Freisprüche, also man hat schon versucht zu differenzieren, aber auch das ein Argument oder ein Hauptkritikpunkt, der immer wieder an den Prozessen zu hören ist bis heute und wo ja auch was dran ist. Ja, ich habe noch viele, viele Fragen mehr. Hat der Vatikan auch ein Reporter geschickt? Wissen Sie das? Ist eine der Fragen, die hier kommt. Oh, da fällt jetzt gerade ganz und gar der Ton weg, Herr Radlmaier. Ich unterbreche Sie kurz. Setzen Sie doch nochmal neu an auf meine Frage nach einem möglichen Vatikan-Reporter. Ich weiß es leider nicht, aber vielleicht haben die eine Taube geschickt. Hören Sie mich oder geht's? Ja. Geht's? Keine Ahnung, ich kann es leider nicht sagen. Nee. Aber vielleicht ist es eine Idee für ein neues Buch. Ja, um zu gucken, wie der. Ja, naja, das sozusagen als Medienereignis, so ein internationaler Strafprozess als Medienereignis, das wäre tatsächlich mal ein schönes Forschungsthema oder da müsste doch mal eine Dissertation geschrieben werden bei den Historikern oder den Medienwissenschaftlern oder den Memory Students. Auch vielleicht im Vergleich, das ist noch eine weitere Frage, vielleicht im Vergleich zu späteren Tribunale. Wir kennen ja alle die recht starke Aufmerksamkeit für den Eichmann-Trial in Jerusalem, auch in den Niederlanden übrigens sehr, sehr eindrucksvoll dokumentiert von Harry Müllisch, aber Hannah Arendt haben Sie schon genannt. Überblicken Sie das? Können Sie einen Vergleich machen? Hat die Berichterstattung über das eine Ereignis die des nächsten beeinflusst oder könnte man beide Verfahren und vielleicht insbesondere die literarische Verarbeitung oder die journalistische Verarbeitung, könnte man die vergleichen? Ja, ich glaube, es ist vor allem die deprimierende Erfahrung der durchschlagenden Wirkungslosigkeit dieser tollen Berichte. Das haben die, glaube ich, alle gemeint heute. Und es ist ja nicht nur jetzt diese herausragenden Prozesse, die Sie genannt haben. Es hat ja fast 50 Jahre lang gedauert, bis überhaupt Konsequenzen oder bis die Geschichte weiterging. Bis in die 80er, 90er Jahre gedauert, bis man sich wieder erinnert hat, ein Völkerstrafrecht zu institutionalisieren. Es ging dann, hat wirklich gedauert bis zu den Jugoslawien-Prozessen oder den Ruanda-Burundi, den Völkermord. Das waren die ersten Versuche, das international auf die Beine zu stellen. Hat ja nochmal 10 Jahre gedauert, bis dann eben 2002 endlich der Strafgerichtshof in Den Haag den Betrieb aufgenommen hat. Man merkt ja jetzt oder in den letzten Jahren, wenn man ehrlich ist, die Aufmerksamkeit der Öffentlichkeit für die Fälle, die in Den Haag verhandelt werden, ist so groß wiederum auch nicht. Nee. Und es sind ja wichtige Fälle und es ist, denke ich, so ein Kampf mit Windmühlen oder so ein verzweifelter, es sind eigentlich bis heute leider so symbolische Akte geblieben,
Was ist mit Israel-Palästina? Was ist mit der Ukraine? Es gibt so viele aktuell. Was ist mit Syrien? Also, da verlässt man aber der Ebene der Berichterstattung. Genau, ja, genau. Aber man in die Realgeschichte und in der juristischen Geschichte hin. Ja, es betrifft schon die Berichterstattung auch. Zumindest die Ambition der Journalisten, die dorthin fahren, genau. Die Ambition, um beizutragen, damit. Und die Rolle der Medien, klar. Und Nürnberg, letzte Frage für heute. Wie blickt Nürnberg selbst als Stadt zurück auf diese Geschichte des Tribunals? Ist da ein Museum oder ist das dokumentiert? Gibt es eine kleine Erinnerungsstätte oder so für dieses Tribunal? Oder wird das vom Reichsparteitagsgelände völlig überwüchert, im Rückblick? Das ist ja das Problem von Nürnberg immer, die Stadt von Dürer und Führer. Die haben sich lange schwer getan, weil die halt wirklich die Stadt Nürnberg ein unheimlich schlechtes Image hatte. Andererseits der internationale Prozess weltweit immer in Verbindung mit Nürnberg gebracht wird. In Nürnberg hat man das ja nicht als Auszeichnung verstanden, sondern eher als Last. Genau, und ging parallel eigentlich mit der Geschichte oder dem Umgang mit den Prozessen insgesamt. Das hat auch eben in den 80er, 90er Jahren hat eine neue Diskussion angefangen. Das hat, denke ich, auch mit einem Generationswechsel zu tun, als man begann, diese Geschichte aufzuarbeiten. Und das hat einerseits dazu geführt, dass man im Jahr 2000 so ein Dokumentationszentrum errichtet hat in dem ehemaligen Kongress, in der Kongresshalle auf dem ehemaligen Reichsparteitagsgelände, wo man die Propagandaseite des Regimes beleuchtet hat und dann 10 Jahre später Memorium Nürnberger Prozesse in dem ehemaligen Gerichtssaal, der übrigens ungefähr, ich wohne keinen Kilometer hier entfernt von dem Gerichtsgebäude in der Fürther Straße. Da ist jetzt so eine Art Museum, Gedenkstätte entstanden und der berühmte Saal 600, wo der Prozess stattgefunden hat, ist eigentlich erst seit letztem Jahr für die Allgemeinheit durchgängig zugänglich, weil der war immer abgeschirmt, weil noch andere Prozesse da stattgefunden hatten. Und war aber schon immer so ein seltsames Phänomen, dass in Nürnberg dann vor dem Gerichtsgebäude oft Reisebusse standen, vor allem mit japanischen oder amerikanischen Gästen, die da fotografieren. Und die Nürnberger waren groß interessiert. Also da ist mir auch diese Diskrepanz aufgefallen, was für ein Interesse der Prozess im Ausland immer noch hervorruft. Und das spielt ja eigentlich, das echot ja eigentlich wieder die Realgeschichte 1945, 1946, wobei dieser internationale Tribunal doch vielleicht eher ein Ereignis in der internationalen juristischen Geschichte und in der Weltgeschichte ist und weniger in der Stadt Nürnberg oder vielleicht sogar weniger in Deutschland, als man sich wünschen würde oder als Zeitgenossen damals auch sich gewünscht hätten. Vielen Dank, Herr Rademeier. Es ist 6:05. Es gibt noch mehr Kommentare, aber dafür fehlt uns jetzt die Zeit. Ich sehe noch, das würde ich noch hervorheben, den Kommentar, worüber wir eben sprachen mit dem Internationalen Strafhof in Den Haag und die Kontinuität, dass es eigentlich bitter ist im Rückblick, dass ausgerechnet die Vereinigten Staaten den Strafhof in Den Haag bislang nicht wirklich anerkennen. Den Grundstein gelegt haben für die Nürnberger Prozesse. Damit aber lassen wir es gerne bewenden für heute. Ich möchte das Buch sehr empfehlen. Ich habe es schon hochgehalten, auch für Benutzung im Geschichtsunterricht oder für den allgemeinen Leser, aber gerade auch bei Geschichtsdozenten habe ich gedacht, es ist eine Quellensammlung, aus der man sehr viel greifen kann. Man muss es ja nicht von A bis Z in einigen Tagen zu Ende lesen, aber ein sehr schöner, breiter Eindruck von der Erfahrung und der Situation, die zu diesen Nürnberger Prozessen geführt hat und die Erfahrung der Zeitgenossen. Vielen Dank, Herr Rademeier, dass Sie sich die Zeit genommen haben für dieses Gespräch. Ich möchte auch nochmal die Veranstalter herzlich bedanken, bei 25, auch namens Goethe-Institut, Genootschap Nederland-Duitslag und Cossé-Verlag. Und vielen Dank an das Publikum und für die Fragen und Kommentare in den Chat. So viel für heute, glaube ich, und ich wünsche allen noch einen guten Abend.